Match haben wir für Sie heute Abend noch. Wir begrüßen zuerst in der roten Ringecke André Lupsa. Unser Gegner betritt des hier heutigen Abends in der blauen Ringecke. Recht herzlich willkommen, Fedor Schneider. Gestaffelt nach, oder? Genau, nach wie funktioniert das bei euch? Auch nach Gewichtsklasse. Okay. Auch in diesem Kampf. Wie sind da so die Best of five grundsätzlich? Die Kämpfer bereiten sich vor. So ungefähr wer zuerst drei Siege ergattert, in die Gewichtsklassen unterteilt sind. Dieses Armwrestling-Match. Beim Armdrücken. Also beim Armdrücken manchmal auch, kommt dann auf die Teilnahme an. Wenn es jetzt natürlich nicht so viele Leute sind, dann gibt es größere Schritte. Gewichtsabteilung, also bis 90, bis 70, bis 75. Und ab 100 ist halt offen. Oder 110. Und jetzt haben wir hier die Garde der schweren Jungs. Und lassen wir uns dann mal überraschen, was die hier so an den Start bringen. Das ist auch wieder eine Best-of-Five-Serie, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ah, okay. Fünf Runden. Positionierung hier ganz, ganz wichtig. Also gerade wenn ich die beiden Kollegen da oben im Käfig an dem Tisch sehe, fällt mir gerade mal auf, wie unglaublich stabil diese Tische gebaut sein müssen, dass sie solche Zugkräfte aushalten. Und oh, Winner kommt aus der roten Ringecke in der ersten Runde. Und da muss man sich natürlich pushen, da kann man auch mal ein bisschen feiern, wenn man die erste Runde gewonnen hat. Naja, ist natürlich ein wichtiges Momentum gleich für den Anfang. Pause wiederum bei 30 Sekunden. Also erzähl mal wieder für alle, die zuschauen und sich fürs Armdrücken interessieren oder bei der nächsten Hausparty eine gute Figur beim Armdrücken machen möchten. Erzähl doch mal, worauf muss man hier achten, dass man da eine möglichst gute Position hat und dass man die möglichst siegesversprechend ist. Also erzähl mal. Es ist halt, man sieht, manche stehen echt kompakt, der Winkel ist zu. Und dadurch, also die Griffkraft fängt da mal vor Anfang an, also die Finger, das Handgelenk. Wenn dann der Bizeps den Arm zuhalten kann, kann man sich einhaken. Das heißt Hook, das ist ein Hook zum Beispiel, was er gerade macht. Oder man zieht halt oben drüber, das wäre ein Top-Roll. Ja. Oh, und da wird hier aber mal fein säuberlich gekontert. Genau. Jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt ist Schnelligkeit hier vorbei. Ja. Beide holen nochmal tief Luft. Jetzt spannende weitere Sekunden hier in dem Duell. Winner okay aus der blauen Ringecke. Spannende 1:1 zweite Runde. Da wird nochmal in den Chalkbeutel gegriffen, dass der halt richtig ein stimmt. Ausgeglichenes Match 1:1. So, wir sind wieder gleich auf und sind mal gespannt, wie es hier weitergeht. Wieland, wie ist das eigentlich, wenn Armdrücker suchen die sich aus, welches ihre stärkere Hand ist und damit arbeiten sie dann hauptsächlich oder muss man da rechter Arm und linker Arm, muss man da beides können? Also die meisten machen beides, auch wenn sie jetzt mit dem linken zum Beispiel nicht so stark oder rechts nicht so stark sein sollten. Aber da gibt es halt welche, die sind nur auf den einen Arm konzentriert. Okay. Und der ist halt der Dominierende bei ihm. Und weiter geht's. Oh, wir hier haben wir auch kein sofortiges Ende. Hier scheint es auch nochmal ein kleines bisschen länger zu gehen. Oh, 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 oh. Beide pushen sich hier nochmal unheimlich. Beide pushen sich hier nochmal unheimlich. Winner und somit aus steht der 2:1 für die rote Ecke. Das bedeutet, er ist André Lupsa geht mit vom 2:1 in Hand. Führung. Wiederum 30 worauf Sekunden muss er Pause, achten, wenn er die nächste Runde gewinnt für die Armwrestler. Was würdest du sagen, worauf er jetzt Wert legen muss? Also der, immer noch bei seiner Schnelligkeit, weil den Weg, den er am Anfang schnell runterbekommt, der halbe Weg ist schon gegangen, ohne viel Kraft aufkommt. Okay, okay. Ja, also sprich,
der Verlauf von jeder Runde hat auch viel mit Momentum zu tun, ja. Sagst du? Okay. Aber die drei Runden, also man sieht es Fedor an, das ist schon enorm. Ja. Die Arme sind voll, stimmt schon. Der Pump ist schon da. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Inbegriff von Muskeldurchblutung, ja. Und Sieger pushen sich hier oder noch mal. Ausgleich. Entweder steht es jetzt 3-1 oder es steht 2-2, dann wird es nochmal spannend. Wie gesagt, jetzt den Fit, also den muss man sehen können, den Daumenknochen von beiden. André versucht durchzugehen, aber darf nicht. Oh, und wie Winner du gesagt hast, aus die der roten Ringecke entschieden. Und Sieger Klasse des Kampfes mit Klasse 3-1. Herzlichen Glückwunsch, André Lupsa. So, nochmal einen herzlichen Applaus für beide Fighter. Es war eine interessante Runde, beziehungsweise zwei interessante Matches. Nun wird hier wieder aufgeräumt und dann geht es weiter mit unserem MMA-Programm. Danke. Okay.